Gerade waren wir noch in Kroatien. Jetzt springen wir in den Norden, das nördlich von Kroatien, in das Nachbarland Slowenien. Ich freue mich ganz besonders auf meine Gäste aus Slowenien. Rebecca Kumer-Bisjak ist die Direktorin der slowenischen Tourismuszentrale in Deutschland. Und herzlich willkommen auch Marko Lenarczyk. Er ist der Leiter des Outdoor-Verbands Slowenien. Ich hab richtig gesagt? Passt, ne? Wunderbar. Dann gebe ich gleich ab an Rebecca mit der Präsentation. Bitte schön. Dankeschön und vielen Dank natürlich für die Einladung, dass wir hier heute sein dürfen, unser Land Ihnen natürlich vorzustellen. Also Slowenien ist ein Land, das darauf wartet, irgendwie auf ihre Art entdeckt zu werden. Noch nicht jetzt, aber bestimmt bald. Wie gesagt, ja, sind wir heute hier, Rebecca Kumer-Bisjak und dann auch Marko Lenarčič für weitere Fragen. Slowenien, ja, also ein grünes Boutique-Reiseziel, klein, charmant, authentisch, sagen wir immer und auch exklusiv. Gehen wir weiter. Eigentlich, wo schauen wir uns zuerst an, wo sich Slowenien eigentlich befindet? Es hat eine großartige mitteleuropäische Lage und ist dadurch von überall auch leicht erreichbar. Von Stuttgart zum Beispiel entfernt nur 6 Autostunden. Slowenien ist mit knapp über 2 Millionen Einwohnern eines der kleinsten EU-Länder. Es liegt natürlich im Schengen-Raum und in der Eurozone auch. Obwohl Slowenien ein so kleines Land ist, ist sehr vielfältig, sagen wir immer. Und zwar, nördlich haben wir Alpen auch, Mineralquellen und das Karstgebiet mit mysteriösen Untergrundkreationen. Also ein Überblick, was wir über Slowenien, also Natur, aktiv zu sein, Kultur zu erleben, Gastronomie, dann auch natürlich Naturheilbäder in Slowenien. Wir müssen auch jetzt über diese Zeit reden. Ja, natürlich. Und hier ist unser Weg zur Wiederherstellung. Und zwar, erster Schritt ist mit diesem Green and Safe Label, dass sie sichere und einzigartige unsere Gäste garantieren. Zweiter Schritt, natürlich Krisenminderung und Geschäftsanpassung im Tourismus. Reset, sagen wir auch. Und dann natürlich Verbrauchen verstehen und neue Segmentierungen irgendwie vorzustellen. Wir müssen auch maximisieren die Nutzung der digitalen Technologie, das ist jetzt ein Muss. Und natürlich im Marketing sehr wichtig auch, Touristen zu hören und aber auch Einheimische. Gehen wir weiter. Also diese nachhaltigen Entwicklungen, verschiedene Bestätigungen. Und jetzt zu Grün Slowenien, also eins zu sein mit der Natur, sagen wir immer sehr gerne. Und zwar, was ist eigentlich Natur in Slowenien? Es ist eigentlich eines der grünsten Länder auf der Welt. 60% seiner Oberfläche sind mit Wald bedeckt. Ein Drittel unserer Natur ist auch geschützt. Slowenien gehört zu den wasserreichsten Ländern Europas. Überall gibt es Bäche, Flüsse, Wasserfälle, Seen, unterirdische Karstgewässer, Quellen mit heilendem Thermal- und Mineralwasser auch. Ja, Ljubljana, unsere Hauptstadt, eigentlich würde auch 2016 wurde auch der Titel Grüne Hauptstadt Europas, European Green Capital, verliehen. Ljubljana hat eine Reihe von Maßnahmen im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung umgesetzt, darunter Abfallwirtschaft, nachhaltige Stadtplanung und grüne Mobilität. Deswegen sagen wir immer, dass Ljubljana eine Stadt mit grüner Seele ist. In der Natur in Slowenien können Sie für glamouröses Boutique-Camping, das sogenannte Glamping, entscheiden, welches eine sehr beliebte Art, Urlaub in der Natur zu verbringen ist. Es gibt auch natürlich zahlreiche normale Campingplätze. Also wir möchten sehr, sehr viel Schwerpunkt auf Outdoor-Slowenien geben. Das ist Aktiverlebnisse in der Natur. Zuerst natürlich Bledersee, ein echtes Abbild des Paradies. Dieser Alpensee unterhalb der Gipfel der Julischen Alpen ist einer der schönsten Alpensee Europas. Auch ungefähr 30 Kilometer weiter ist See Bochin, liegt auch in einem der schönsten Täler im Herzen der
Julischen Alpen. Ja, auch im Winter gibt es auch zahlreiche Vergnügungsmöglichkeiten für Aktivurlauber. Dann im Frühling, Sommer, Tourismus ist Wandern und Radfahren sehr, sehr gute Wahl. Es gibt also mehr als 10.000 Kilometer markierte und angelegte Wanderwege haben wir in Slowenien. Also die führen durch Berge, Flüsse, Weinberge und es gibt auch zahlreiche Radwege für verschiedene Fahrradarten. Die atemberaubende Natur in das wunderschöne Socha-Tal, ein Tal voller Action, sagen wir immer, Energie, Festival, Entdeckungen, Rafting, Kanufahren, Kajakfahren, um die malerischen Schluchten, auch in anderen Flüssen Slowenien, nicht nur Socha. Slowenien hat auch viele Golfplätze, und zwar zwischen Weinbergen, Hügellandschaften unterhalb der Alpen oder in der idyllischen Karstlandschaft. Ich muss auch anderen Teil slowenische Alpen erwähnen. Da sind die Kamnik-Savinje Alpen, da gibt es auch Velika Planina, das ist die größte und älteste Hirtensiedlung auch in Europa, also zweiten Teil slowenischen Alpen. Jetzt eigentlich auch direkt von Bergen bis zum Meer. Die Mittelmeerküste ist ideal zum Schwimmen, Segeln oder Spaziergang durch die engen Gassen von Piran oder auch Isola. Interessant ist auch, im südlichen und zentralen Teil Sloweniens kann man sogar einen Wald besuchen, der zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört. Das ist der Buchenwald und im Urwaldreservat Kroka. In diesen Wäldern leben einheimische Vogel- und Tierarten, sogar der Braunbär. Überall in Slowenien werden Sie von historischen Städten beeindruckt sein. Also das ist Maribor, Sloweniens zweite größte Stadt. Und da finden Sie auch die älteste Rebe der Welt, die noch immer Trauben trägt. Die Weinrebe ist ganze 500 Jahre alt. Jetzt zurück zum Mittelmeer, also Piran. Die Stadt ist auf Salz erbaut. Sie können sich in den Salinen von Sečovlje mit der traditionellen Salzgewinnung wie vor 700 Jahren vertraut machen oder das Salinenmuseum zum Beispiel auch besuchen. Einer der kulturellen Höhepunkte Sloweniens ist ohne Zweifel Lipica, das älteste Gestüt Europas. Auf dem Weg von Lipica in die Hauptstadt können Sie halt bei der Burg Predjama machen. Und das ist also sehr, sehr bekannteste Burg in Slowenien. Nur 10 Kilometer entfernt ist diese Schauhöhle, die Welt, also meistbesuchteste Schauhöhle der Welt. Und das ist die Grotte von Postojna. Also in der sie bringt sie in das Geflecht aus diesen unterirdischen Gängen auch mit mysteriösen Drachenbabys. In der Nähe liegen dann auch Grotten von Skotian, also mit dieser tiefste und größte unterirdische Kanyon der Welt. Slowenien ist auch in Bezug auf die lokale Küche vielfältig. Also alle Gerichte eint jedoch, dass sie aus lokal produzierten Zutaten hergestellt werden. Also wir haben 24 gastronomische Regionen und dieses Jahr sind wir auch mit diesem prestigenträchtigen Titel Europäische Gastronomie-Region ausgezeichnet. Wir haben auch 3 Weinregionen und natürlich dürfen wir nicht vergessen, Sloweniens gehobene Küche zu erwähnen. Exzellente Küche finden Sie in Restaurants in ganz Sloweniens. Also die bekannteste von Ihnen ist die Masterchef-Küchen der Netflix-Serie. Die weltbeste Küchin in 2017, das ist die Ana Roš. Letztes Jahr hat sie sogar 2 Michelin-Sterne bekommen. Das ist die erste Restaurant mit 2 Sternen in der Region. Dann weiter mit Tomáš Kaučič, gehört zu einer der 100 besten Küche der Welt. Er leitet das Restaurant in Zemono Schloss und verwendet traditionelle Zutaten aus dem Vipava-Tal, einer Weinbauregion in Westslowenien, die in 2018 von Lonely Planet als Best in Europe ausgezeichnet wurde. Dann gehen wir weiter mit Naturheilbädern. Also Slowenien ist ein Land gesunder Gewässer. Die natürlichen therapeutischen Wirkungen von Thermalwasser, also ist Grundlage für 15 slowenische
also Naturkurorte. Die bieten erst Gesundheit, dann Prävention, Wellness, Selfness, Aquafan und Thermalwasserparks auch für Familien. Also in Slowenien irgendwie persönlich zu erleben, haben wir Erlebnisse ausgewählt, die mit der Marke Name Slovenian Unique Experiences ausgezeichnet wurden. Die sind da für ihre eigenen Erinnerungen. Einige sind hier ausgelistet, aber andere finden Sie auf unserer Webseite www.slovenia.info, wo Sie auch andere Informationen bekommen. Also ich wollte auch ein paar Äußerungen in top-deutschen Medien erwähnen, aber dazu haben wir jetzt nicht mehr so viel Zeit. Vielleicht besser für gehen wir auf die Fragen. Also vielen Dank für Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Rebecca. Ihr habt da auch noch den Brand Space für nachher. Wenn noch Fragen sind, spezielle, kann man da euch ja dann auch erreichen. Vielen Dank schon mal für die Ausführungen. Dann gehen wir gleich zu Marko Lenarčič. Was genau sind die Aufgaben eines Outdoor-Managers? Was machen Sie genau? Ja, wir sind Slovenian Outdoor und wir sorgen für Förderung, Vermarktung und Entwicklung der Outdoor-Produkte in Slowenien. Und wir machen alle Aktivitäten mit unserem strategischen Partner Slowenische Tourismusamt. Wir sind eine private Unternehmen oder Verband mit 41 Unterkünften, die für Wanderer und Radfahrer spezialisiert sind. Wir haben auch 7 Sportagenturen und unsere, wir haben auch slowenische Seilbahnbetreiber mit. Und wir kooperieren natürlich mit unserem Alpinverein. Das ist nämlich Bergsteigverband und dann mit Radsportverband. Und wir haben eine große Koordinierung auch mit deutscher Plattform Outdoor Active. Wir haben in unserer Web slovenia-outdoor.com kartografische Basis an Outdoor Active. Das ist... Okay, ja, prima. Wir haben jetzt gerade eine Frage über das Chat reingekommen. Ich lese die kurz vor, weil das die anderen ja nicht lesen. Für dich, Rebecca, wie sieht die Entwicklung im Bereich der Infrastruktur und Übernachtungszahlen für Campingplätze und Wohnmobilstellplätze aus? Also ja, wir haben in Slowenien zwar schon sehr viele Campingplätze, mehr wie 20. Und also diese Stellplätze gibt es auch überall in Slowenien. Das ist jetzt schon sehr gut entwickelt. Und wir erwarten vom Frühling bis also Ende Herbst, also bis Herbst, verschiedene also Gäste für diese Campingplätze. Also die sind gut gerichtet und natürlich, das ist sehr, sehr, sehr populär jetzt in Slowenien. Und die Öffnungszeiten sind von Anfang April bis Ende Oktober? Ungefähr. So, ja. Die Stellplätze kann man das ganze Jahr. Ja, manchmal erfahren. An der Küste ein bisschen länger, dann in Alpinen, also in Alpenteilen Sloweniens, ja, April oder Anfang Mai. Aber ja, ja. Gibt es überall in Slowenien, nicht nur an der Küste, sondern auch in Julische Alpen, auch in anderen Teilen Sloweniens. Da. Gut, wir haben gerade keine weiteren Fragen, dann gehe ich wieder zu Marko. Die Corona-Pandemie hat ja auch dafür gesorgt, dass viele Menschen in die Natur gehen, mehr vielleicht als früher. Ne? Sie können ja nicht mehr fliegen oder nicht mehr oder wollten nicht mehr fliegen. Welche Outdoor-Produkte sind denn am weitesten verbreitet in Slowenien? Was ist der Schwerpunkt? Ja, natürlich, Wandern ist Schwerpunkt Sloweniens. Dann Radfahren. In Segmente Radfahren natürlich Mountainbiking ist Nummer ein. Das heißt, es gibt Radwanderwege und Mountainbike-Trails auch? Ja, beides? Und Trekking-Radfahren, teilweise an lokale Straßen und teilweise an Radwege. Ja. Und viele Leute möchten wandern oder Radfahren durch Fernweitwege.
Das heißt, wir haben im Bereich Wandern haben wir eine sehr bekannte Weitwege, Alpe Adria Trail, das ist drei Länder Weitweg von Österreich, Slowenien in Italien. Dann Via Alpina, vielleicht wissen Sie, von Franz bis zum Slowenien. Dann europäische Weitwanderwege E6 und 7. Und dann die älteste europäische Weitwanderweg, slowenische Hochweg, Alpen, Hochalpenweg. Das ist der 30 Tage lange Weg. Dann im Sochatal natürlich viel Wasseraktivitäten, Kajak oder Rafting und dann auch Gleitschirmfliegen, sehr bekannt. Viele, viele internationale Veranstaltungen sind dort. Und im Winter Skifahren und jetzt wir haben im Moment im Hochgebirge 5 Meter Schnee und Skitouring ist sehr wichtig jetzt. Ja. Jetzt haben wir noch eine Frage bekommen, Rebecca, ich glaube, du bist noch mal dran. Wie hat sich das Hotelangebot in Slowenien entwickelt, wahrscheinlich im Laufe der letzten Jahre? Ja, also ich muss also auch natürlich Corona-Zeit irgendwie erwähnen. Wir haben hohe Hygieneanforderungen und Empfehlungen für den Gesundheitsschutz erstellt, die sind auch natürlich in den Hotels Sloweniens und natürlich müssen, also Hotelangebote, natürlich, die Hotels bieten auch verschiedene Wanderwege oder so in der Nähe oder die ich haben glaub, Sie auch. Sie meinen, wie sich die Zahl entwickelt hat? Ja. Wie ist jetzt die Entwicklung der Hotels? Sie meinen so? Ja. Also jetzt für dieses Jahr haben wir gar kein neues Hotel, also im Sicht und so weiter. Aber ja, es gibt in Slowenien, wir möchten sehr nachhaltig sein. Also das ist unsere Strategie. Also nicht so viele neue Projekten in Richtung Hotels, aber diese neue irgendwie schön zu machen, neue Angebote zu bieten und so weiter. Also es gibt viele verschiedene Arten von Hotels, aber sehr, sehr, sehr interessant sind diese kleinen Boutique-Hotels zum Beispiel. Und die sind sehr, sehr, sehr populär in Slowenien. Mhm. Ja. Prima. Wir haben noch eine Frage zum Bustourismus. Wie ist die Bedeutung von Busreisenden für Slowenien? Ja, das ist noch sehr wichtig. Noch sehr wichtig, viele Hotels haben diese Busunternehmen, also mit Busunternehmen noch viele Kontakte. Und sehr, sehr wichtig. Jetzt müssen wir natürlich auch diese Regeln irgendwie für Busreisen auch neu erstellen. Aber ja, viele, viele, viele Hotels haben wir noch, viele Busreisende nach Slowenien aus Deutschland. Das sind Kulturreisen dann in der Regel? Kultur oder auch im Rahmen Outdoor-Aktivitäten oder auch in Naturheilbäder. Ah. Auch, ja. Okay. Keine aktuellen Fragen. Wie sieht es denn aus, Marco? Bei den Aktivitäten im Freien geht es ja auch immer um das Thema Sicherheit. Wie ist da der Stand der Dinge in Slowenien? Ja, natürlich. Wir haben alle Protokolle schon gemacht für die nächste Saison, Sommersaison, wegen dieser Zeiten der Covid-19-Pandemie. Mhm. Und alle Phasen unserer Aktivitäten, Schutzmasken, Abstand, Haltung, Desinfektionsmittel und dann Gruppengrößen ist sehr wichtig, weil große Gruppen wird ein bisschen schwierig. Probleme haben. Ja. Und dann also auch die wir haben maximal der Hälfte von Sitzplätzen in Seilbahnkabinen oder Taxis oder Buses. Mhm. Hygiene- und Sicherheitskonzepte in Bezug auf Unterkünfte und gastronomische Versorgung ist auch klar.
Prima. Jetzt, wie gesehen, unsere Zeit ist leider schon vorbei. Das waren 20 interessante Minuten. Ganz herzlichen Dank für euren Besuch hier in Stuttgart. Und ich toi 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 für Frühjahr, Sommer und Herbst dieses Jahr. Vielen Dank. Bis Dankeschön. Bald.